Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge haben wir die Esper Shiva herausgefordert und besiegt. Danach sind wir zu den Kindern geeilt, weil diese Hilfe brauchten bei einem schwarz bekleideten Mann. Und nun sind zwei Kinder verschwunden, die wir gerettet haben. Jetzt müssen wir noch irgendwie den Weg zurückschaffen mit diesen zwei Nervensägen. Viel Spaß. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht nochmal so einen krassen Kampf vor uns haben. Ja, ist alles gut. Ich will zuerst. Ich will. Warum? Warum bin ich der Letzte? Ich habe hier alles aufgeräumt. Hier ist nichts mehr. Jetzt kann ich da. Oh Gott, ich sehe es doch schon. Wieso bleibt ihr davor stehen? Lauft doch weiter. Schleicht euch dran vorbei. Na gut. Ich hab kein Magiegedöns mehr. Eris hat noch ein bisschen was, ja. So. Ich hoffe, ich gerate nicht in sein komisches Zeug. Ich würde gerne zuerst Analyse machen, weil wir den haben wir dann nicht analysiert. So, wirksames Blitz. Naja, ich hatte halt nur Feuer. Ein ziemlich reputierter Roboter, nachdem er vom Shinra Energiekonzern ausrangiert worden war, startete er sein Autoreparaturprogramm, was aufgrund eines Defekts jedoch nicht vollständig abgeschlossen wurde. Dies und der Umstand, dass der Roboter diverse Altstoffe vom Schrottplatz für die Reparatur verwendet hat, führte dazu, dass er gesundheitliche Abgase ausstößt. Wenn du ihn triffst, während er Smogagog ausführt, wird er schockanfällig. Blitzelementare Attacken füllen schneller seine Schockleiste. Feintechnik erlernbar. Wie, was? Feintechnik erlernbar? Okay. Okay, jetzt schnell. Fähigkeit, Impulsiv. Haha! Das habe ich gerade gelernt, als ich dich analysiert habe, Junge. Das staunste, wa? Nimm das! Wie bist du so stark geworden? Wisst ihr, Cloud war mal bei Soldat. Wirklich? Warst du auch im Krieg? Streng geheim. Top Secret, Jungs. So, wir haben es gleich geschafft. Ein Kampf vielleicht noch vor uns und dann haben wir es. Kann ja nichts Schweres sein. Nö, hier ist einfach nichts. Ist was? Kommt schon. Oh. Los geht's. Haben wir direkt mehr Action hier. Das wird so nichts. So, Schwertsturm. Es ist aus. Easy. Wenn ich groß bin, werde ich auch Soldat. Das kann man aber nicht so einfach. Oh Gott. Stimmt's, Cloud? Nein. Ich schaff das bestimmt, oder? Lass mich hier weg. Schnell. Die Kinder haben dich echt gern. Ja, das ich sehe schon. Echt toll. Oh nein. Nein. Ja, richtig klasse. Oh, Tifa, rette mich. Das sind die wahren Monster. Nein. Kapiert? Hilfe. Du machst das viel zu langsam. Schwusch, schwusch. Aha. Wir haben es gleich geschafft, und Leute. Dann, nicht mehr lange. Nein. Erst schusch, dann das ist der wahre Kampf. Nicht wahr, Cloud? Dieser Weg. Stimmt's, Cloud? Dieser Weg wird kein leichter sein. Tifa, warte doch! Tifa! 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 Tifa? Was ist los? Nichts. Tifa, ist das etwa deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Hm. Ich habe versprochen, sie zu beschützen. Und sie ist weg. Weg. Was geht denn, Alter? So. Der findet mich nie, niemals.
Ihr versteckt euch nicht gerade wirklich unauffällig. Hey, wo willst du hin? Wollte schon sagen. Danke, dass ihr uns helft. Ja, bitteschön. So, Kollege. Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Danke, ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Wow. Obwohl ihr Erwachsene seid. Yeah. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Es ist cool. Ich freue mich so unglaublich sehr. Der findet mich nie, niemals. Ey, das ist mein Schwert. War ein bisschen klein. Aber gut, was soll's. So. Keine Angst, euch passiert nichts. Warte. Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Welche Nummer hat der andere? Da fällt mir ein. Reunion. Klone! Du hast nichts zu befürchten. Die wollen Sephiroth klonen, glaube ich. Die haben ihm irgendwas in den Körper gespritzt. Das hat nicht funktioniert. Ganz ruhig. Sieh mich an, Cloud. Aeris. Sagt dir Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Vielleicht bin ich die Gestalt aus der Sage, die... Sie weiß irgendwas. Hey! Hallo, Kleider. Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Das passt zur Theorie. Dass sie versuchen, Sephiroth wiederzubringen. Hey, Cloud! Bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Was bist du denn? Ich hab schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Kommt doch ab und zu mal vorbei. Was zum Teufel bist du? Der mysteriöse Mogri-Händler. Ihr könnt mich sehen, Kupo? Dann müsst ihr auserwählt sein. Und in dem Fall... Willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Mogi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mok, dem Mogri? Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mok. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mok und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Die Mogris können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Und warum kann ich dich dann sehen? Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mogri-Medaillen eintauschen, Kupo. Aber erst musst du meinem Club beitreten. Okay. Wir haben 9 Medaillen. Wir kaufen jetzt diese komische... Was ist das denn für ein Ausweis? Das ist ein Stück Pappe. Okay, alles gut. Alles in Ordnung. Der Typ ist nicht merkwürdig, nein. Komm vorbei, wenn du Mogri-Medaillen hast, Kupo. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mogri. Verstehe. Wie Mog in der Geschichte. Uff. Ist der seltsam. Weiter so, alles Könner. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer.
Na gut, gucken wir, was er so im Shop hat. Kaufen. Goldsoße. Wieso sag ich mal Golddigger? Na egal. Kaufe ich. So, Musik muss immer dabei sein. Was haben wir denn hier? Silberstab. Führt einen magischen Flächenangriff auf Gegner im Wirkungsbereich aus. Ist nicht schlecht. Haben wir noch Windhalstuch? Füllt die ATB-Leiste bei Kampf beginnt leicht auf. Okay, bei Eris wäre das wäre beides für Eris ganz gut. Emblem der Erlösung. Erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger, wenn der TP-Wert bei 25% oder weniger liegt. Das wäre was für Cloud, aber es würde meinen Angriff auch senken, ne? Naja. Oh, Friedhofsschlüssel. Nehme ich. So, dann hätten wir hier noch Einführung in die Schwertkunst Band 1. Eine Einführung in die Schwertkunst, mit der sich Clouds Waffenpunkte vermehren lassen. Ich habe noch 6 Stück. Ich glaube, ich sollte echt den Stab nehmen, ne? Komm. Auf Waffenpunkte verzichte ich jetzt erstmal. Und ja, nehmen wir halt das hier noch mit. Dann haben wir jetzt noch eine Mori-Medaille. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut. Cloud, sei doch nicht immer so verkrampft. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo. Oh nein, dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Ach Gott. Viel Erfolg, Kupo. Ja. Herzlich willkommen im Nein, Shop. Das wollte ich nicht. Erzieh dich. Nur glückliche Kunden, Kupo. Ja. So, ich möchte Eris ein paar neue Sachen geben. Erstmal Heiliger Magiekreis, ja gut, der ist ja armselig. Nehmen wir den hier. So, und du kriegst verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Das ist natürlich gut. Aber das hier. Probieren wir es mal aus, wie viel ATB sie bekommt. Es geht ja hier um Heilung, ne? Ja gut. Ich habe gehört, wir machen jetzt ein paar Nebenstories. Also machen wir ein paar Nebenstories. Ja, geh weiter. So, als allererstes suchen wir nach dem Friedhof. Dafür müssen wir ja, glaube ich, erstmal rausrennen. Oh, hallo. Ich wurde von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Ich übernehme das. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert, und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Alles klar, randalierende Waffensysteme. Ist nur die Frage, wo laufe ich jetzt hin? Also hier war unerschlossenes Gebiet, da war ich doch. Egal. Ach so, ein unerschlossenes Gebiet ist einfach nur ein Gebiet, wo keiner gesiedelt hat. Jetzt verstehe ich. Und was auch immer da ist. Ach, guck mal, da. Beim Stahlberg. Seht ihr das? Da war ich nicht. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Aber ich wollte ja eh zum Friedhof, in der Hoffnung, dass das hier der Friedhof ist. So. Das hier hatten wir noch nicht erkundet, ne? Ja. Schloss geöffnet. Okay. Hier ist eine Bank. Wow. Ich habe eine Bank freigeschaltet, Leute. Ist das nicht toll? Es ist so schön, also. Wow. Ja. Ich glaube, das war der Friedhof. Ja, Gemeinde. Vor allem sehe ich da keine Gräber. Na gut, dann können wir das hier vergessen. Das wird der Stahlberg sein hier. Aber wir gehen trotzdem zum Stahlberg. Einfach nur aufgrund dessen, dass da eine Plattform war, wo ich nicht war.
Vielleicht hilft mir das, da hinzukommen. Und sonst ist hier nichts. Ich dachte, auf dem Friedhof werden, weiß nicht, Gräber? War mal gut. Vielleicht ist da noch keiner gestorben. Dann kümmern wir uns halt um die kleinen Augenbots. Ich habe das Gefühl, das wird eine Verfolgungsjagd. Ja, irgendwie habe ich es gewusst. Zielbereich ist da oben. Willst du mir bitte sagen, ich muss den ganzen Weg hier mal rumlaufen? Ist das dein Ernst? Nee, oder? Nee, hier gibt es doch eine Leiter. Deswegen die Abkürzung. Hm. Okay. Hä? Ich bin doch hier! Was wollt ihr von mir? Nö. Na gut, ich würde sagen, gehen wir erstmal dahin. Oh, guck mal, das ist eine Truhe. Ach, das wird das gewesen sein. Lol. Und? Allheilmittel. Das ist das, was wir bekommen haben. Wie sie einfach gegenrennt, weil sie hier nicht hochkommt. Ja, das war's wahrscheinlich, ne? Ja. Na gut, wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir, ob der Schlüssel vielleicht doch passt. Vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ach, verdammt. Ja, komm dann. Geh doch nach Hause. Okay, und ich versuche jetzt... Ah, da kommt man hoch. Ich versuche jetzt erstmal, die Quest voranzubringen. Ja, die Quest hat mich einfach verarscht. Also, es geht darum, dass in diesem Gebiet irgendwo welche sind. Das werde ich auch in der nächsten Folge rausfinden, indem ich Google benutze. Aber im Prinzip, ja gut, das war ein bisschen unersichtlich für mich. Naja, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Ciao.